HSV Karlhofer heute sammeln der Blue Mountain Singers in der Prinzkirche in der Waldsiedlung für das Bündnis gegen Depressionen. Was muss man darunter vorstellen? Ja, wir sind ein Zusammenschluss von verschiedenen Trägern, die hier in Leverkusen Angebote vorhalten für Menschen, die von einer Depression betroffen sind, beziehungsweise deren Familienangehörige oder auch Kollege, Kollegin sind und die Rat und Unterstützung suchen. Und da wollen wir Anlaufstelle sein und Partner zur Beratung. Anlaufstelle heißt, ich kann irgendwo hingehen. Wo wäre das? Ja, zum Beispiel beim SKM gibt es verschiedene Freizeitgruppen oder im SPZ, das ist die Abkürzung für Sozialpsychiatrisches Zentrum, oder bei uns beim SKF, bei der Suchthilfe. Wir haben immer verschiedene Angebote und auf unserem Flyer stehen auch die Homepage-Adressen und Anschriften, wo Sie nachlesen können. Und wir bieten eben Gruppen, wo man sich treffen kann, austauschen kann, wo man neuen Schwung bekommt für den Tag oder aber auch, wo sich Betroffene untereinander austauschen können, damit sie merken, oh, ich bin nicht alleine mit meiner Erkrankung. Wenn man krebskrank ist, das kann man laut sagen, wird man bemitleidet. Ich möchte deshalb nicht krebskrank sein, auf gar keinen Fall. Aber wer depressiv ist, traut sich das nicht laut zu sagen. Und deshalb sagen wir, müssen wir Anlaufstellen schaffen, wo das öffentlich und laut gesagt werden kann. Und deshalb gibt es uns als Bündnis, damit man aus dieser Schamecke herauskommt. Die Kollegin hat eben gesagt, 4 Anlaufstellen, aber nicht ganz konkret. Eine URL hätte ich gerne und eine physikalische Adresse, sprich Hausnummer. Ja, wir haben die Klinik in Langenfeld. Da ist die Ambulanz als Anlaufstelle, das Sozialpsychiatrische Zentrum in Laden. Das ist da, wo früher die Tankstelle war. Ja, genau. Und wir beide sind SKF und SKM sind auch in Obladen zu finden. Also im Caritashaus. Caritashaus ist in Schlebusch. Aber bei uns zum Beispiel, wir haben eine Einrichtung Kontakt und Begegnung in Wiesdorf gegenüber vom Erholungshaus. Das ist auch ganz einfach zu finden. Genau. Wir sitzen in der Rad-Deix-Straße. Das ist das große Verwaltungsgebäude, wo früher die Suchthilfe und die lokale Information drin war. Das kennen wir. In der Nähe vom Kreisverkehr. Ganz genau. Gut, vielen Dank. Ja, gerne.